The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Gefahren der Pseudoerkenntnis. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. In New Hampshire gab es Leute, die eifrig falsche Gottesvorstellungen verbreiteten. Mir wurde Licht gegeben, dass diese Männer durch ihre Ideen, von denen einige zur freien Liebe führten, die Wahrheit wirkungslos machten. Mir wurde gezeigt, dass diese Männer Seelen verführten, indem sie spekulative Theorien über Gott vorbrachten. Unter anderem vertraten sie die Ansicht, dass Menschen, die einmal geheiligt wären, nicht sündigen könnten. Das präsentierten sie als eigentliche Evangeliumsnahrung. Ihre falschen Theorien, verbunden mit ihrem verführerischen Einfluss, fügten ihnen selbst und anderen großen Schaden zu. Sie gewannen eine spiritistische Macht über die, die das Böse in diesen so schön verkleideten Theorien nicht erkennen konnten. Daraus war bereits viel Unheil erwachsen. Die Lehre, dass alle heilig seien, hatte sie zu der Überzeugung geführt, dass die Gefühle eines geheiligten Menschen niemals in der Gefahr stünden, irre zu führen. Das Ergebnis dieser Überzeugung war, dass böse Triebwünsche von Herzen befriedigt wurden, die, obwohl sie angeblich geheiligt waren, weit von Reinheit in Wort und Tat entfernt waren. Das ist nur ein Beispiel von vielen, bei denen ich aufgerufen wurde, Menschen zu tadeln, die die Lehre von einem unpersönlichen, die Natur durchdringenden Gott und damit auch die Lehre vom heiligen Fleisch vertraten. In Zukunft wird die Wahrheit durch menschliche Gebote verfälscht werden. Verführerische Theorien werden als ungefährliche Lehrmeinungen angeboten. Falsche Wissenschaft ist eines der Werkzeuge, die Satan bereits in den himmlischen Höfen angewendet hatte, und er benutzt sie auch heute. Ich flehe alle an, die für Gott arbeiten. Nehmt nicht etwas Falsches als echt an. Wir haben eine ganze Bibel voll höchst wertvoller Wahrheit. Wir haben keinen Bedarf an Annahmen oder falscher Erregung. Wie aus den Lehren Christi hervorgeht, haben wir im goldenen Rauchfass der Wahrheit alles, was Seelen überzeugen und bekehren wird. Verkündigt die Wahrheiten, die Christus auf diese Welt zu verkündigen kam, in aller Einfachheit, und die Kraft eurer Botschaft wird spürbar werden. Bringt aber keine Theorien oder angebliche Prüfsteine, die nicht auf die Bibel gegründet sind.